Ja, danke schön. Jetzt wisst ihr den Grund, warum sich Benny über Nacht in eine Frau verwandelt hat. Ich hoffe, ihr haltet noch durch. Ich habe jetzt richtig Hunger gekriegt bei dem letzten Vortrag. Mir knurrte der Magen. Es war alles so unglaublich appetitlich. Ja, Benny, es tut mir wirklich sehr leid, dass er nicht kommen konnte, weil ich kenne ihn schon sehr, sehr lange. Er ist unheimlich kompetent. Er sitzt wie eine Spinne im Netz aller möglichen politischen Verbindungen. Ich kenne ihn schon aus Zeiten, wo wir zusammen die Taz gegründet haben. Dann war er im Europäischen Parlament und jetzt macht er Zukunftsstiftung Landwirtschaft mit tollen Projekten, unter anderem Weltackerprojekt, wo man sehen kann, wie die Welt sich ernährt. Und wie gesagt, er kennt sich wahnsinnig politisch aus. Das kann ich jetzt wirklich nicht ersetzen. Und ich habe wirklich ihm nur im Zug so was schnell zusammenstümpern können. Und Benny war auch dabei bei der Gründung von Regeneration International. Das seht ihr die Website. Das ist ein globales Bündnis, was sich im Juni 2015 gegründet hat auf der sogenannten Neumondfarm in Costa Rica mit allen möglichen Einzelpersönlichkeiten, Umweltverbänden, Klima, Landwirtschaft und so weiter. Und die haben dann auch im Nachhinein also diese Website gebaut, die es leider bisher nur auf Englisch gibt. Und sie sagen, sie haben jetzt Kontakt zu insgesamt 3,6 Millionen Menschen in insgesamt 100 Ländern. Das ist wirklich was. Regeneration nennen die sich, regenerative Agrikultur. Wir haben ja gestern schon ein bisschen geredet über den Namen. Der Name ist wirklich was Wichtiges, wenn unsere Bewegung stärker werden soll. Und ich habe mit Steff schon, als wir das Buch geschrieben haben, auch mit unserem Lektor diskutiert, wie nennen wir das Kind denn eigentlich? Die Namen sind alle nicht so ganz wahnsinnig glücklich. Wer sagt denn schon die ganze Zeit regenerative Agrikultur oder auch aufbauende Landwirtschaft? Das ist dann, also der Name alleine schon so lang, dass er sich nicht, leider nicht durchsetzen wird. Und wenn man sich abkürzt, OLAVI klingt auch nicht gut. Also unsere, noch die beste Möglichkeit, die wir gesehen haben, war eben RELAVI in Anlehnung an SOLAVI, also regenerative Landwirtschaft. In dem Buch haben wir versucht, sehr viele verschiedene Beispiele, also nicht nur theoretisch, aus der Wissenschaft einen Überblick zu geben, was es global alles gibt, sondern auch viele praktische Beispiele zu zeigen und immer wieder zu wechseln, die Ebenen von global bis lokal. Hier ist ein, ihr werdet vielleicht, wenn ihr das Buch lest, einiges hier auch wiedererkennen. Einige haben hier auch referiert, die im Buch vorkommen, Anita Idel, Dietmar Neser, Sepp Braun, aber auch eben diese globalen Beispiele nennen wir, das sind so Wasserrückhaltelandschaften oder hier Laguna Blanca, mein Lieblingsbild, die schönste Farm der Welt wahrscheinlich, oder hier Waldgärten, haben wir ja auch drüber geredet, Agroforstsysteme, holistisches Weidemanagement, alles solche Beispiele. Und das gehört alles eben auch zu diesem globalen Bündnis dazu. Hier auch der Ithaca Forschungsweinberg in der Schweiz, die sehr stark mit Pflanzenkohle arbeiten und die Artenvielfalt unheimlich fördern. All die gehören zusammen. Das ist ein wachsendes globales Bündnis. Ich bin unglaublich dankbar, dass es das gibt und dass es wächst. Eine der wichtigsten Initiativen, die sie unternommen haben schon, ist diese deutsch-französische Humus-Initiative, die steht im Internet unter dieser Adresse. Das Blöde ist, Christian Schmidt, unser reizender Agrarminister, hat mit unterschrieben, das in Paris mit aus der Taufe gehoben und müsste eigentlich verpflichtet sein, das politisch zu unterstützen. Er hat es noch nicht mal hingekriegt, diese Website zu übersetzen oder seine Verwaltung. Also es ist wirklich ziemlich skandalös, die machen überhaupt nichts.
Nichtsdestotrotz ist das eine unheimlich wichtige Initiative. Jetzt geht jetzt erstmal so eher so in Forschungskreisen rum. Der französische Landwirtschaftsminister ist sehr engagiert. Der versucht einfach jetzt viele Forschungsinitiativen zu vernetzen und Humusaufbauinitiativen auf den Weg zu bringen. Und der Name kommt einfach daher, dass er oder dass diese Leute sagen, 4 Promille pro Jahr Humusaufbau weltweit würden genügen, um die Emissionen zu neutralisieren. Und noch weiter gedacht, 1% Humusaufbau insgesamt auf der Welt würde genügen, um den CO2-Gehalt auf 336 ppm zurückzubringen. Also das ist ungefährliches Niveau, sage ich jetzt mal ganz grob. Daran kann man einfach sehen, an diesem Beispiel, dass man durch regenerative Landwirtschaft wirklich den Planeten heilen kann. Auch wenn ich das überhaupt nicht auf CO2 reduzieren will, das wäre auch gefährlich, das zu reduzieren. Fragen kommen nachher, ja. Ein wichtiger Aspekt davon ist die Unterstützung von Kleinbäuerinnen, Kleinbauern. Wisst ihr vielleicht auch, 70% der weltweiten Lebensmittel werden eben durch kleinbäuerliche Höfe hergestellt und die Agroindustrie trotz ihrem ganzen Getue bringt es gerade mal auf 30%. Und 2,6 Milliarden Menschen leben davon auf der Welt. Das ist der wichtigste Wirtschaftszweig überhaupt. Via Campesina ist ein weltweiter Zusammenschluss von Kleinbauernorganisationen. Das sind immerhin 160 Organisationen auf der Welt, die ungefähr 200 Millionen Leute zusammenbringen. Also das ist wirklich was. Für mich steht jetzt halt so ein bisschen im Raum, können wir sowas werden wie der deutsche Zweig von Regeneration International? Ich fände es ganz toll. Auf der Grünen Woche habe ich, da war ich als Journalistin, und habe gemerkt, dass sich das Klima wirklich ändert. Also Bio ist schon lange aus der Nische, hat ein extremes Wachstum jetzt also auch vorzuweisen. Ich glaube, im letzten Jahr waren es 11% mehr. Und auch das, die Politikerinnen werden anders. Sie sind einfach unter Druck und viele Leute merken, viele ist jetzt übertrieben, aber etliche Leute und auch wichtige Leute merken, dass das System immer mehr an seine Grenzen gerät. Ein Indiz war für mich eben, dass die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft zum ersten Mal oder ihr Präsident zum ersten Mal zugegeben hat, also immer mehr Pestizide, das bringt immer mehr Resistenzen hervor und auch die Ernten gehen zurück. So kann es nicht weitergehen. Und wir haben ja auch den Streit, den ganz offenen Streit, zum ersten Mal in offenen Streit in der Bundesregierung, dass Barbara Hendricks als Umweltministerin die Agrarwende unterstützt, während Christian Schmidt halt weiter mauert. Also das, und dazu kommt noch die ganze Diskussion um die gemeinsame Agrarpolitik der EU. Auch das gerät jetzt wirklich an seine Grenzen. Das sind ja ungefähr 40% von dem ganzen EU-Etat gehen in eine letztlich sinnlose Subventionierung, also gehen in die Flächensubventionierung, werden dann weitergereicht an die ganz Großen. Das geht in die Pächterpreise, also die Pachtpreise steigen immer mehr hoch und die kleinen Bauern sterben sowohl hier im Norden als auch im Süden, also ein Höllenwahnsinn. Und all diese Sachen zusammen, glaube ich, bringen jetzt schon so ein neues politisches Klima hervor. Es gab im letzten Jahr eine Umfrage vom Bundesumweltministerium mit Traumwerten für die Agrarwende. Rund 90% sagen mehr Bio, sagen weniger Pestizide oder gar keine Pestizide, sagen mehr Tierwohl. Also sehr, sehr erstaunliche Zahlen. Klar kaufen die Leute trotzdem weiter billig Fleisch. Sie sind nicht konsequent im Alltag, aber trotzdem sind solche Umfragen ja wirklich deutliche Zeichen, dass sich was tut. Ja, wir brauchen solche regenerativen Landschaften, das ist hier in der Nähe vom Ökodorf Brodowin, und wir brauchen mehr Tierwohl, das ist auch, denke ich, ein gemeinsames Anliegen. Was können wir jetzt tun zusammen? Wir haben ja gestern ja auch zusammengesessen, Steff und ich, wir haben jetzt so eine Website angefangen, die heißt wie das Buch, www.humusrevolution.de. Das ist bisher nur
ein bisschen, steht nur ein bisschen was drauf, steht ein kleiner Block drauf, wir wollen Termine draufstellen und so weiter. Das wäre eine Möglichkeit, um da auch mehr sich zu vernetzen, diese Website. Wir haben gestern Abend darüber diskutiert, was kann man da noch mehr machen, brauchen wir eine große Plattform, da gehen die Wünsche immer ganz schnell ganz hoch und es soll alles auf dieser Website stehen, was überhaupt wichtig ist in dem Zusammenhang. Das können wir sicherlich so nicht schaffen, aber es gibt jetzt, was habe ich heute Morgen gehört, beim Frühstück, diese neue Plattform, die gerade im Entstehen ist, die Da Vinci-Brücke, die eben so sehr dezentral all diese Initiativen zusammenfassen will, das wäre eben auch eine Möglichkeit. Ganz wichtig ist ja auch, dass wir viele Artikel, die zum Beispiel auf Regeneration International stehen oder auf anderen englischsprachigen Websites, dass wir die auch mal übersetzen, dass wir dem deutschen Publikum zugänglich machen. Da hat sich eine schon gefunden, die gesagt hat, das kann ich mir vorstellen, zu übersetzen. Das finde ich ganz, ganz toll, freue ich mich sehr drüber. Und da bräuchten wir natürlich noch mehr davon, wenn wir mehr in die Breite gehen wollen. Was mich auch total freut, dass wir nächstes Jahr, das hat Steff ja schon angekündigt, haben auf jeden Fall nochmal hier ein Treffen haben. Und ich freue mich dann auch schon, dass das Schlosscafé wahrscheinlich dann Vogelmieren-Smoothies anbietet und Selleriewurzeln-Suppe oder verrottetes Waldlaub-Süppchen. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, dass es weitergeht, finde ich ganz toll. Man kann ja auch anderes denken, Praktikerseminaren. Das muss ich jetzt aber einfach noch zeigen, das muss, glaube ich, noch reifen. Eine politische Ebene wollte ich jetzt noch andeuten jedenfalls, das habe ich leider vergessen hier raufzuschreiben, die Website, aber hier steht sie, wenn ihr das lesen könnt, People for Soil, EU, ganz wichtige Initiative, Europäische Bürgerinitiative, das ist ein Zusammenschluss, der geht aus von der italienischen Lega Ambiente, also Umweltliga. Die wollen den Boden als europäisches Commons schützen, als Allmende schützen und sammeln dafür 1 Million Unterschriften. Also bitte unterschreibt das und leitet das weiter. Das ist noch viel zu wenig bekannt. Danke Roman, dass du nochmal daran erinnert hast, weil da geht es um Bodenschutz im ganz umfassenden Sinne, also nicht nur für die Landwirtschaft, sondern zum Beispiel auch in den Städten. Also ganz viele Kommunalverwaltung, Bürgermeister und so weiter, die verkaufen ja bedenkenlos ihr bestes Land an irgendwelche Investoren. Die wissen oft gar nicht, dass Städte ja in besten Ländern, auf bestem Land, auf Schwarzböden zum Teil gegründet worden sind. Und da geht ganz viel Land futsch und diese Europäische Bürgerinitiative möchte das verhindern. Das war eigentlich jetzt mein vorletzter Punkt und wie gesagt, ich glaube, dass wir ein globales Bündnis werden können und werden müssen. Und wir haben in dem Buch Umschlag ein kleines Manifest verfasst. Also hier und es geht hinten weiter. Und einfach um das Zusammenfassen, die Gedanken dazu. Und ich möchte den letzten Absatz vorlesen dazu. Wir brauchen einen nationalen und internationalen Zusammenschluss von Kleinbauern, Umwelt-, Klima- und Ernährungsbewegungen. Oder um Ronnie Commons als Mitbegründer des globalen Bündnisses Regeneration International zu zitieren, es bedarf einer massiven Graswurzelarmee von Erdregenerierenden. 3 Milliarden Kleinbauern und Dorfbewohnerinnen, Ranger, Hirten, Waldbewohnerinnen, Stadtgärtner und indigene Gemeinschaften, assistiert von mehreren Milliarden bewussten Konsumenten und urbanen Aktivistinnen. Ich glaube, das ist genau der Punkt. Moment, wir haben nicht noch Zeit. Achso. Ja, genau, also nichts weniger als das, würde ich sagen. Haben wir vor, die Welt von unten neu zu gestalten oder so. Genau. Wer macht mit? Ah! Ja,
Von den 3 Milliarden haben wir schon mal ein paar. So. Einer hat sich doppelt gemeldet, ich hab's gesehen. Wer fragt? Danke, also klingt ja sehr positiv. Allerdings sehe ich das Problem beim Humusaufbau, das auch gewährleistet werden muss, dass hinterher dann nicht wieder gepflügt wird oder wenn Bäume gepflanzt werden, dass die hinterher nicht wieder abgeholzt werden. Von daher denke ich, das ist sehr wichtig, so eine Art, wie so eine Art Punktesystem einzuführen, wenn Bauern zum Beispiel eine Fläche pachten und die übernehmen den Acker mit 2,1% Humus und geben den dann nach 10 Jahren ab mit 4,9% Humus, dass die das dann auch irgendwie vergütet kriegen. Andersrum, wenn sie natürlich abbauen, dass das dann in der Rückgabe dann auch wieder irgendwie mit berücksichtigt wird. Auf die Art könnte man schnell ein großes Bewusstsein schaffen. Andererseits sehe ich das nicht als die einzige Lösung, Humusaufbau, sondern gleichzeitig muss weg von fossilen Energien. Das geht nicht anders, weil sonst sind die Emissionen einfach zu groß. Ja, genau. Das bin völlig d'accord, das ist genau die Medaille mit den zwei Seiten. Die eine Seite sind die regenerativen Energien und die andere Seite ist die regenerative Agrikultur. Und das ergänzt sich wunderbar und ebenfalls völlig d'accord mit deinen Vorschlägen. Da sehe ich im Moment wirklich eine Chance, weil, wie gesagt, diese Gelder für die gemeinsame Agrarpolitik der EU, die werden sehr politisch in Frage gestellt. Und die Bioverbände und viele andere fordern ja jetzt, also weg von dieser völlig wahnsinnigen Flächensubventionierung hin zu Ökodienstleistungen, öffentliches Geld für öffentliche Güter. Und man muss irgendwie sowas finden wie ein Punktesystem oder wie auch immer. Also in den Details, die stehen noch nicht fest, die werden jetzt quasi, da wird jetzt der politische Weg vorbereitet. Aber ich denke, das ist im Moment wirklich auch eine Chance, mit neuen Vorschlägen zu kommen und genau solche Dinge zu erreichen. Ja? Also ich weiß jetzt nicht. Also die politische Dimension möchte ich gerne noch ein bisschen erweitern. Es gibt die Möglichkeit, wir haben ja nun mal eben eine parlamentarische Demokratie, aber es gibt trotzdem eine Möglichkeit, dass man auch ohne Partei die Möglichkeit bekommt, ins Parlament zu bekommen. Und ich möchte das einfach nur mal in den Raum stellen. Wir hatten gestern die Tatsache, dass nur weil einer Biobauer ist, dass er dann in den Landrat kommt. Das möchte ich nochmal aufgreifen, um das einfach nur in den Raum zu stellen. Es ist die Möglichkeit, über einen unabhängigen Direktkandidaten direkt ins Parlament zu kommen, dass man nicht über die Parteien muss und dass man einfach sich das mal im Hinterkopf behält. Gibt es nicht die Möglichkeit, darüber so gesehen zumindest direkt an den Tisch zu kommen? Wie viel Einfluss man dann als Einzelner hat, das ist noch wieder eine andere Geschichte. Man ist zumindest schon mal da, man ist sichtbar. Man hat also so gesehen die bürgerliche Präsenz und Lobbyismus vor Ort. Und da wollte ich einfach nur mal darauf hinweisen, dass es da Möglichkeiten gibt, dass wir darüber mal nachdenken sollen, wie wir das nutzen. Dankeschön. Das ist ja ein Kommentar, ne? Keine Frage. Ja, ich bin der Rolf. Ute, du hast die Hoffnung geäußert, dass sich in der Agrarpolitik einiges ändern wird durch den Druck. Die Hoffnung bestand ja vor Verabschiedung der letzten Agrarpolitikwende auch. Da haben berühmte Leute wie Carlo Petrini und sonstige Positionspapiere geschrieben, die eigentlich völlig logisch waren und auch Hoffnung gemacht haben. Aber jeder weiß ja auch, dass in Brüssel die Lobbyarbeit halt im Prinzip Gesetze beeinflusst und die Agrarindustrie hat halt sicherlich deutlich mehr Lobby als die regenerative Landwirtschaft. Siehst du trotzdem entsprechend Hoffnung? Ja, weil, aus den Gründen, die ich vorhin genannt habe, das ist überhaupt keine Frage. Das ist ganz klar, die Lobbyisten stehen da vor der Tür und in Brüssel scheinen die Verhältnisse ziemlich festgebacken. Aber ihr wisst auch, wir haben eine sehr besondere historische Situation jetzt. Die EU steht insgesamt in Frage. Also weiß man überhaupt nicht, was dieses Jahr noch alles passieren wird. Und ich rechne eigentlich schon damit, dass sie sind einfach unter größerem Legitimationsdruck.
wie vorher. Und Sie müssen sehr genau begründen, die Gelder, die vielen Milliarden, die Sie ausgeben, das sind so pro Bundesbürger pro Kopf 100 Euro, das ist eine ganze Menge Knete, wofür Sie die ausgeben. Und wenn das im Grunde dann lauter schädliche Effekte zeitigt, und das sagen ja auch die Wissenschaftsräte zum Beispiel der Bundesregierung, mehrere Wissenschaftsräte haben geschimpft und haben der Bundesregierung das in Stammbuch geschrieben, das erzeugt schon politischen Druck, wo ich denke, das können Sie nicht mehr einfach so wie früher vom Tisch wischen. Natürlich ist auch das möglich, dass sich nichts ändert, aber ich glaube, da müssen wir alle dafür sorgen, dass es doch passiert. Das ist eine kollektive Aufgabe. Klaus, ich habe mal eine Frage an dich als politische Expertin. Wir stehen ja im Wahljahr und magst du ein Auswahlkriterium geben? Das heißt, eine Partei mal loben für eine gute landwirtschaftliche Arbeit der letzten Jahre? Oh, war ja. Oh, nee. Ja, was soll ich sagen? Ich bin ehrlich gesagt einfach auch nicht so ein Fan von diesem Parteiensystem, weil das die Leute so in Konkurrenz zueinander bringt. Also ich finde viele Einzelpersönlichkeiten sehr gut wählbar, aber die stehen dann auf völlig verschiedenen Listen. Was soll ich denn da tun? Natürlich sind die Grünen ein bisschen besser. Das will ich überhaupt nicht bestreiten. Aber ich kann sie trotzdem nicht über so generell empfehlen. Dass, ja, bitte. Bin ich dran? Ja. Ich bin der Martin. Ich hatte zwei Tipps. Das eine, schaut mal bitte auf die Website des WWF, da gibt es ein sogenanntes Regenwurm-Manifest, total interessant, von dem Nicola Patzl aus der Schweiz gemacht. Unheimlich wichtige, gute wissenschaftliche Begründung auch, dessen, was er schreibt. Und das ist auch toll, dass so ein WWF einfach sowas dann auch in die Presse bringt. Und das Zweite, ich glaube, da hat die Margarete auch mitgearbeitet. Es gibt einen ganz neuen Film aus Österreich, Hope for All. Einfach im Internet schauen unter hopeforall.at. Dieser Film, wenn praktisch um die Welt oder wenn hier an die Menschen kommt, könnte der auch ganz viel in unserer Richtung verbessern. So, ich habe zwei Fragen. Frage oder? Also in Australien ist ja schon dieses Regierungsprogramm am Laufen und es hat sich ja bewährt und der Humus, der aufgebaut wurde, ist zu 70-80% wirklich stabiler, über Jahrhunderte stabiler Humus. Meine direkte Frage, könnte auf dieser Seite, die ihr gemacht habt, diese ganzen Testmethoden und diese ganzen Kriterien mal eingestellt werden, damit wir auch wirklich hier messen können. Wir müssen doch das Rad nicht neu erfinden, sondern mir geht es darum, ich will messbare Sachen, nicht wieder Dokumentationspflichten von vorne bis hinten und mit Label und mit wer weiß was, sondern messbare Methoden, damit es nachvollziehbar ist. Und praktikabel. Genau, und praktikabel, genau, und nicht so kostenintensiv. Wenn, also es kann nicht angehen, dass wir jedes Jahr mehr Analysekosten haben als das, als der Vorteil. Ich vermisse ein bisschen die Frage dabei. könnte ich nicht. Ja, leider widerspricht sich messbare Methoden und nicht kostenintensiv total. Also da haben wir gestern ja angefangen zu diskutieren mit der Website und allein so eine Website irgendwie mit sehr vielen Rubriken und Datenbank dahinter und so weiter, kostet dann einfach schon 50.000, 60.000 Euro. Also ich finde das wunderbar im zweiten Schritt oder dritten Schritt, aber jetzt im Moment finde ich, sollten wir erstmal den Keimling pflegen, der jetzt da gerade wächst und das können wir, wir haben nicht viel Geld, um ihn zu begießen. Nochmal, ich versuche vielleicht auf Englisch, also etwas von
diese Bewegung in Israel zu sagen. Okay. Nobody is getting paid for the work that is being done. People are really passionate about it. It is big. And it is catching on many, many people and creating lots of new projects. And another thing is that, for example, the internet website or the platform, the whole idea, it is catching on people that are into startups. And these people coming, come to that core forum to sort of Unterstützung. Sorry. I mean, my language is very all this stuff now. Another thing about politicians and politics in Israel, for example, what is very helpful for this movement. First of all, it did start from a garden, from a practical, from earth. It did start there. And another thing I wanted to say about the what keeps this movement going is that they completely gave up trying to go into any political side, and they're just really trying to reach anything that helps the movement from whichever side possible, and they're being very neutral, which is a bit also problematic to be neutral there, but they really are fierce about getting any help in from any possible way, from the politicians, from any possible thing. So I do think that at least for the first years, it is helpful to have it not financed. Mm-hmm. This is helping it somehow. Yeah. Thank you. Und also um so meine Perspektive darauf aufzuwerfen, also ich denke auch, es fängt halt von unten an. Also gerade hier der Tempelhof ist halt ein Platz, wo viele Menschen hinkommen, die was anders machen wollen, in verschiedener Hinsicht, jetzt nicht nur regenerative Agrikultur und Permakultur halt ganz viel in den letzten Jahren zunehmend, sondern natürlich auch in sozialen, ökonomischen Projekten. Und zum einen das Gefühl zu haben, man ist hier ein bisschen in der Blase, ja, ne? Die Leute kommen ja hier hin, aber zu hören, nee, es passiert ja immer mehr, es sind immer mehr Projekte, die angestoßen werden, ob das jetzt Urban Agriculture ist oder was anderes, es sind immer mehr Vereinigungen, die da sind, es sind immer mehr, die sich vernetzen, also diese Via Campesia und die allen anderen, das sind ja verschiedenste, also tausende von kleinen Organisationen, die sich miteinander verbinden, ohne einen Führer zu haben, ohne bezahlt zu werden, aber die trotzdem alle zusammen irgendwo in eine Richtung gehen. Und also mir gibt das so ein bisschen Hoffnung. Ich bin eher so ein kritischer Psychopath oder was, der Angst vor der Zukunft hat. Du bist kein Psychopath. Nein. So weit geht's nicht, aber also ich sehe manchmal schwarz eigentlich, und auf der anderen Seite, wenn ich das sehe, all die Bewegungen, die da sind, im Kleinen, im Größeren, in den Städten, auf dem Land, bei uns, in Afrika, in Südamerika, dann gibt mir das durchaus Hoffnung. Und von daher wollen wir noch weiter in die Richtung gehen. Genau. So. Und genau.